Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir hier den Onkel von Adelaide befreit. Ja, in dieser Kobold-Festung könnte man es fast nennen. Ja, wir haben hier ziemlich viele von Renrocks Anhängern besiegt. War ein ziemlich weitläufiges Gebiet. Jetzt muss ich erstmal sehen, wie wir hier wieder rauskommen. Ah, hier. Genau, und ich habe als nächste Quest schon die Beziehungsquest von Nutty ausgewählt. Die würde ich halt gerne erstmal machen. Und wenn wir das heute schaffen, dann würde ich sagen, wir machen noch die zweite Hüterprüfung. Beziehungsweise beginnen die zweite Hüterprüfung. Genau. Ach, deswegen konnte ich nicht. Ich wollte eigentlich schon schnell reisen. Nach Lower Hogsfield. Ging aber nicht. Wahrscheinlich, weil ich hier einfach in dieser Höhle war. Ja. So. Revelio. Was ist? Da oben ist noch eine Kiste. Dann hätten wir nämlich auch das Banditenlager abgeschlossen. So, mal schnell die beiden hier noch platt. Okay, das ging relativ flott. Einfach mal so zwei Kisten auf die geschleudert. Konzentration 3. Okay. Schauen wir mal schnell, wo jetzt die Aufgabe von Nutty Lower Hogsfield. Das war doch irgendwo hier unten, genau. Da können wir auch schnell mal hinreisen. Und ich bin mal gespannt, was Nutty da für uns hat. Da es eine Beziehungsquest ist. Revelio. Ja, wird es vermutlich ein bisschen um die Hintergrundgeschichte von Nutty gehen. Oh, wir können hier noch rein. Das machen wir natürlich. Wirklich diese Zwischensequenzen, diese Alohomora-Zwischensequenzen, könnten sie wirklich rauspatchen, wenn man das vielleicht, weiß nicht, eine gewisse Anzahl gemacht hat. Dass es da halt einfach möglich wäre, dass die Türen einfach direkt aufgehen, ohne dieses Minispiel nochmal machen zu müssen. Wie sieht es mit unserer Ausrüstung aus? Haben wir noch ein paar Slots? Oh, wir sind fast voll. Wir sollten was verkaufen. Sonst können wir für die nächste Quest nicht mehr so viel einsammeln. Hallo, Mr. Semi. Was kann ich für Sie tun? Ich will einfach nur irgendetwas verkaufen. Was verkaufen Sie hier? Was hatte er hier nochmal im Angebot? Ach, okay, gut, das... Aber eigentlich können wir eigentlich alles selber. Selber finden. Oh. Ah, das hätte ich vielleicht nicht unbedingt verkaufen sollen. Hätte man vielleicht das gucken sollen, ob das besser ist als. Ob es vielleicht durch Verbesserungen besser wird als das, was wir jetzt tragen. Das kann auf jeden Fall alles weg. Wir haben noch ein paar Gegenstände zum Identifizieren. Ich hätte gern hier im Shop auch so ein Vergleichsfeld. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Dass wir einfach schnell sehen können, was ist besser. Okay, da würden wir 24 Offensive verlieren. Aber ich denke mal, wenn wir das auf 3... dreimal verbessern, dann könnte das besser sein als die, als unsere jetzige Maske. Deswegen behalten wir es einfach mal. Und gut, starten wir mal die Quest. Das ist ja im Prinzip auch der Grund, warum wir hier sind.
warten wir mal auf Natti. Du bist hier. Gut. Ist das Mr. Biggles zu Hause? Ich glaube schon. Er hat angeblich Beweise gegen Harlow. Wir müssen mit ihm sprechen. Oh, okay. Es geht weiter gegen Harlow. Sprich mit Mrs. Biggle. Mein Mann! Was? Alles in Ordnung? Oh. Wir suchen Mr. Biggle. Mein Mann ist tot. Er hat ihn getötet. Okay. Oh. Tut mir leid, Mrs. Biggle. Wer hat ihren Ehemann getötet? Theophilus Harlow. Da bin ich mir sicher. Er bedroht meinen Mann seit Wochen und... Wo ist mein Sohn? Wo ist Archie? Denken Sie, Harlow hat ihn geschnappt? Ich will nicht zu düster sein, aber... Könnte Harlow ihn entführt haben? Archies Tasche ist weg. Also ist er vielleicht nur ausgebüxt. Hoffentlich streift er nur durch die Gegend wie so oft. Ja, wir müssen ihn wahrscheinlich finden. Ich hoffe, er war nicht hier als Harlow. Als mein Mann. Wohin könnte Archie gegangen sein? Er hat ein kleines Versteck im Wald. Südlich von hier. Er geht nie weit weg, aber... Wenn er gesehen hat, wie Harlow seinen Vater etwas angetan hat... Er könnte ja nach Rache sinn, ne? Ich habe Angst, wegzugehen, falls er wiederkommt. Ich weiß nicht, wie alt der Archie ist, aber... ja, nicht, dass er dann auf die Idee kommt, selbst gegen Harlow vorzugehen. Können Sie mir noch mehr über Harlow erzählen? Ach, er ist Victor Rookwoods rechte Hand. Ein erbärmlicher, grauenhafter Schuft. Grausam und blutrünstig. Welchen Grund sollte Harlow haben, ihren Mann zu töten? Mein Mann sah sich Harlows Geschäfte genauer an und fand heraus, was er im Schilde führt. Ich habe ihn angefleht, es gehen zu lassen, aber er war überzeugt, dass... Okay. Es gehen zu lassen? Wir finden Ihren Sohn, Mrs. Biggle. Danke. Na gut, dann suchen wir mal den Archie. Diese Wilderer. Sorgen Sie sich nicht, Mrs. Biggle. Wir bringen Archie zurück. Wo könnte Archie? Okay, dann... Als ich den Brief zu Officer Singer brachte, erzählte sie mir von Mr. Biggle. Er hatte dasselbe getan wie wir. Officer Singer mit Beweisen versorgt, um Harlow zu Fall zu bringen. Oh, okay. Ich wollte mit ihm darüber sprechen, was er herausgefunden hatte, aber... Es war zu spät. Ach, hier. Komm, trink. Tja, ihr kleinen Spinnen, ihr habt keine Chance gegen mich. Also mittlerweile echt easy. Also ich weiß, das sage ich ziemlich oft, aber... Was sagt Singer zu dem Brief, den du gebracht hast? Sie hat sich bedankt, aber das reichte offenbar nicht, um sie zu überzeugen. Schade, dass Hippogreife nicht sprechen können. Wolkenschwinge könnte die nötigen Beweise gegen Harlow liefern. Ja. Wir brauchen noch mehr. Ja, wir brauchen wirklich was Handfestes, damit uns Professor Singer, wollte ich schon sagen, Officer Singer dann glaubt. Das muss das Versteck von Archie sein, das Mrs. Biggle erwähnt hat. Ach, hier waren wir ganz ziemlich am Anfang schon Archie mal, glaube ich. Sowas hätte er nicht mit seinem Versteck gemacht. Jemand hat hier nach ihm gesucht. Revelio ist die einzige Chance, um herauszufinden, wohin er ging. Finde Archie mit dem Revelio-Zauber. Okay. Da! Archies Fußabdrücke. Erst hier lang. Ach hier, okay. Okay. Hätten wir Archie seit wann nicht können wir finden müssen? Seit wann können wir Fußspuren aufdecken mit Revelio? Wenn es wirklich Harlow ist, der ihn verfolgt, kann ich nur hoffen, du hast recht. Männer wie Harlow würden ein Kind ohne Zögern umbringen. Wir müssen Archie schnell finden. Okay. Ich sehe Archies Spuren nicht mehr. Ich folge einfach Natti. Die wird wissen, wo es lang geht. Ein bisschen Mondstein mitnehmen. Natti, hier bist du. Okay, besiege die Wölfe. Kampfbereit. Stufe.
Aktion. Archie ist hoffentlich nicht diesem Wolfsrudel begegnet. Sehen wir uns mal um. Dir stehen nicht gesammelte Belohnungen im Herausforderungsmenü zur Verfügung. Okay, da schauen wir mal nach. Ja, aber weil wir jetzt die Wölfe besiegt haben. Besiege Spinnen, Troller. Genau, besiege Straßenköter. Oh! Schön. Letzte Stufe. Untersuche die Umgebung. Okay. Ah, hier. Das ist eine. Könnte eine Tasche von Archie sein. Archies Tasche. Warum ließ er sie zurück? Er war bestimmt auf der Flucht vor Harlow und abgelenkt. Hier könnte sich Revelio wieder lohnen. Ja, hier sind doch wieder die Fußspuren. Archie ist hier lang. Ach so, okay. Natty kennt den Weg. Wir folgen einfach Natty. Jetzt sehe ich die Spuren auch wieder. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Harlow verfolgt Archie bestimmt nicht ohne Grund. Was Archie wohl gesehen hat. Hoffentlich nicht, wie Harlow seinen Vater getötet hat. Okay. Davon würde er sich nie erholen. Ah, das stimmt. Das könnte, kann ich es mir nicht vorstellen. Das könnte ziemlich arg an seiner Psyche zehren. Hoffen wir es mal nicht. Hoffen wir es einfach nur... Ist einfach nur abgehauen oder so. Aber einfach, dass Harlow ihn nicht bekommen hat. Eine Weggabelung. Wir brauchen wieder Revelio. Verschiedene Fußspuren. Oh, Harlow hat ihn hier eingeholt. Das ist nicht gut. Sie sind hier lang. Ja, wir müssen uns beeilen. Das ist ein Testral. Das ist ein Testral. Idiote. Ja, sehr schön. Noch einen zweiten Test. Oh, da ist noch einer. Portale. Sie sind wunderschön, nicht wahr? Was? Du siehst auch Testrale? Ich habe den Tod gesehen, als ich 9 war. Und kurz darauf das erste Testral. Das hat mich getröstet. Tut es immer noch. Ich denke, wer wie wir den Tod gesehen hat, verdient etwas Trost. Ja, das ist halt... Lebioso! Man kann die ja halt, wie gesagt, nur sehen, wenn man jemanden hat sterben sehen. Oder wie es vielleicht auch so heißt, wo man den Tod gesehen hat. Aber interessant, dass Natty die auch sehen kann. Ja, wir fangen hier mal ein paar. Tut mir leid, dass du in dem jungen Alter so etwas erleben musstest. Ich war bei meinem Vater, als er starb. Meine Mutter war nicht da. Ich fühlte mich so hilflos. Es ist schon lange her, aber mir scheint es, Lebioso, als wäre es erst gestern gewesen. Ich sehe ihn noch so klar vor mir. Er fehlt dir sicher. Mein Vater war ein wundervoller Mann. Gehen wir weiter. Wir müssen Archie finden. Ja, jetzt haben wir ein paar Testrale gesammelt. Ist sehr schön. Da können wir dann vielleicht auch ein bisschen was züchten. Je nachdem. Also ich denke mal, da waren jetzt sowohl männliche als auch weibliche dabei, wenn ich das jetzt... in der Kürze der Zeit richtig gesehen habe. Okay. Betritt das verzauberte Zelt der Erschwinderin. Okay. Nein, wir müssen ja jemanden im Visier haben. Okay, hier drüben. Soldat. Der war schon ein bisschen besser, habt ihr gesehen? Stufe 31. Schauen wir mal kurz. Hier gibt's... Kiste. Okay, können wir Steine platt machen? Nicht genau, was uns das bringt, aber okay, wir können hier Steine platt machen.
So, jetzt haben wir hier mal. Gibt's noch ein bisschen Gold? Komm, trinken! Okay, dann gehen wir erstmal in das Zelt und schauen mal. So ein großes Zelt. Oh ja. Ach, das ist so bestimmt so ein verzaubertes Zelt. Ich hatte nicht erwartet, dass dieses Zelt innen so groß ist. Revelio. Das macht alles etwas komplizierter. Ja, das ist ein verzaubertes Zelt. Das ist eigentlich ganz cool, oder? Also, wenn man sich beliebig Raum schaffen kann. Also, Magie ist schon cool, auf jeden Fall. Puh. So. Hier gibt's noch was zum Verkaufen. Revelio. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Ich glaube eher, ich schaue dir dabei zu. Aber ich lasse dich halt einfach mal in dem Glauben. Gut, hier geht's noch eins runter. Aber ansonsten. Nee, hier gibt's nur die Kiste. Oder hier gab's nur die Kiste. Oh, hier gibt's sogar eine Treppe. Okay. Wir hätten auch einen einfacheren Weg nehmen können. Da ist ja noch einer. Wo kommt der her? Hä? Da war doch eben noch nicht da, oder? So. Ich würde mal sagen, die hatten überhaupt keine Chance. Also die haben wir ja richtig. Die haben wir ja richtig platt gemacht. Okay, hier kommen wir nicht durch. Ja gut, dann gucken wir erstmal nach Archie. Ich denke mal. Finde Archie Bickle. Okay. Ist der vielleicht. Da oben gibt es auf jeden Fall noch was. Vielleicht unten? Ah ja. Kann mir jemand helfen? Ja, Archie, wir. Aber ich sammle erstmal Geld ein. Das ist wichtig. Archie. Geld ist erstmal wichtig. Archie Bickle. Woher weißt du, wer ich bin? Deine Mutter hat uns geschickt. Oh, ich bin so froh, dich zu sehen. Nicht so laut, Archie. Ja, wir müssen leise sein. Wir müssen das irgendwie öffnen. Alohomora. Das hätte auch Nati machen können. Die muss nämlich das Minigame nicht machen. Ne? So. Archie befreit. Wie schrecklich. Ja, er hat's mit angesehen. Dafür schnappen wir ihn. Aber zuerst bringen wir dich heim zu deiner Mutter. Danke für deine Hilfe. Das ist doch selbstverständlich, Archie. Genau. Selbstverständlich jetzt ist bringen wir dich heim. Wir kennen einen sicheren Weg. Wir kennen einen sicheren Weg. Kennen wir das wirklich? Bei den Wegen, die ich gehe, gibt es immer irgendwelche Gegner. Das Spinnen sind, ob das Wölfe sind, ob das irgendwelche bösen Zauberer sind. Ich glaube, ich bin nicht gut darin, sichere Wege zu finden. Oh,
Mutter! Vaters Freunde sind in Gefahr. Ich habe meine Entführer darüber sprechen hören. Welche Freunde, Schatz? Mr. und Mrs. Rabe. Mr. Filbert. Und Otto haben sie auch erwähnt, glaube ich. Oh. Ich werde mit ihnen reden. Was macht dieser Eimer da? Schon ins Haus. Ja, Mutter. Die Freunde ihres Mannes sind in Gefahr? Genau wie er. Wie können wir helfen? Sie haben genug getan. Mein Mann war ein mächtiger Zauberer und konnte Harlow nicht besiegen. Nicht, dass dieses Monster auch noch ihnen... Hallo, wir haben gerade seine ganze Bande da ausgelöscht. Dafür ist es zu spät. Ich fürchte, Harlow ist bereits hinter uns her. Ich glaube, wir sind doch einiges mächtiger als andere Zauberer hier. Es kann noch schlimmer kommen. Bitte, bitte halten Sie sich fern. Das mit Ihrem Mann tut mir leid, Mrs. Bickle. Vielen Dank und danke, dass Sie Archie nach Hause gebracht haben. Ist überhaupt kein Problem. Ich kann Ihnen beiden gar nicht genug danken. Keine Sorge, Mrs. Bickle. Mein Vater sagte immer, der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Wir sind hier, um einander zu helfen. Das hast du schön gesagt, Nadine. Ich will mehr über Mr. Bickles Freunde wissen und warum Harlow hinter ihnen her ist. Ich sag dir Bescheid, wenn ich etwas herausfinde. Danke für deine Hilfe heute. Überhaupt kein Problem, Natti. Immer wieder gerne. So. Hallo, Mr. Semi. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte gerne noch was etwas verkaufen. Sie hier? Damit wir wieder ein bisschen Platz schaffen. Und dann würde ich gerne... Wie kann ich heute behilflich sein? Ja. Vielleicht nochmal in den Raum der Wünsche und die anderen Sachen, hier freischalten. Ich glaube, es lohnt sich halt nicht mehr. Haben Sie nicht die Kobold-Anhänger vertrieben? Ich sage Ihnen, das war so eine Erleichterung für die Leute in Lower Hogsfield. Ja, kein Problem. Genau, wir gehen jetzt schnell in den Raum der Wünsche. Ich glaube, es lohnt sich halt einfach nicht. Na gut, wir könnten zumindest noch in die Kartenkammer, weil die ist ja eh in Hogwarts. Genau, aber vorher gucken wir nochmal schnell, also die andersrum. Die Hüterprüfung würde ich heute nicht mehr anfangen, weil das lohnt sich einfach nicht. Das würde ich dann in der nächsten Folge machen. Aber wir können hier nochmal ein bisschen was identifizieren, verbessern. Schauen wir, was wir so haben. Und können aber auf jeden Fall dann schon mal in die Kartenkammer gehen. So, dann schauen wir mal hier. Oh, okay, das ist besser. Erhöhter Schaden durch alle Pflanzen. Reduzierter Schaden durch schwarze Magier. Okay. Müssten wir aber verbessern. Haben wir nichts Neues. Ein Schal. Müssen wir mal gucken, ob wir die Eigenschaften ändern können. Nein. Das ist auf jeden Fall schlechter. Oh, hier haben wir auch sogar deutlich besser in der Verteidigung. Schaden durch chinesischen Kaukohl. Okay, dann schauen wir erstmal wegen Verbessern. Dann können wir noch ein paar Tierwesen freilassen. Also unsere Testrale, die wir gefangen haben. Gucken wir mal. Wir wollten das hier verbessern. Wir brauchen Jobber Null Sachen. Ja. Die Fell eines Mondkalbs haben wir. Eines Mondkalbs. Aber die Feder fehlt uns halt immer noch. Schade, schade. Gut. Lassen wir mal unsere Testrale frei. Oh, wir haben auch noch ein paar Niffler. Vielleicht die Kniesel erstmal rausnehmen. Jetzt ist alles gut. Weil Kniesel brauchen wir noch gar nicht, glaube ich. Was ist denn das? Oh, seht ihr das? Das hat so einen Stern unten dran. Okay, das ist ja cool. Ist das was Besonderes oder... Kann ich das näher betrachten? Hat das eine Bedeutung?
Es hat bestimmt eine Bedeutung, aber... Dann lass mal die Niffler hier noch... Ich Niffler nicht drüben? Ich glaube, Niffler habe ich doch in dem anderen Gehege, ne? Pass auf dich auf. Dann könnte ich die Kniesel ja auch hier lassen. Genau, so machen wir das auch. Ich lasse die Kniesel hier. Wo ist denn der weiße Testral? Oh, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Cool. Ich sagte, er ist so weiß. Sind das irgendwelche besonderen? Levioso. Sind das besondere Tierwesen? Also ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich... Das erste Mal, dass ich das sehe. Oder dass mir das jetzt im Speziellen auffällt. Hol mir mal einen Ball raus. Lassen wir mal ein bisschen spielen. Und gucken gleich nochmal rein. Gehen das mal rüber. Lassen die Niffler noch mit frei. Weil, ich glaube, Nifflerfell brauchen wir auch öfter. Das ist, glaube ich, so für die zweite Verbesserungsstufe. Oder bei einigen. Bei der zweiten Verbesserungsstufe. Genau, die können wir noch mit freilassen. Und dann brauchen wir die Jobberneu-Federn. Sehr schön. Hier auch. So. Dann können wir hier aber auch mal... Ah, hier ist auch der Niffler ist gelb, oder? Also die haben auch verschiedene Farben. Das ist echt cool eigentlich. Ne, dass die halt alle nicht so einfach... Also, dass die nicht alle gleich aussehen, sondern auch unterschiedliche... ja... unterschiedliche Färbung haben, unterschiedliche Fälle. Wie es ja wahrscheinlich in der Natur auch wirklich so wäre. Gut, gucken wir hier nochmal kurz rein. Brauchen aber echt Fupa und, ich glaube, Deerecall war es noch, ne? Fupa und Deerecall. Was ist der? Aber der gibt auch nur 3 Haare. Wie gesagt, der scheint was Besonderes zu sein. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Das würde mich halt brennend interessieren, was es damit auf sich hat. Gut, dann jetzt haben wir Jobberneu-Federn. Und können wahrscheinlich noch 1-2 Sachen verbessern. Genau. Und hier brauchen wir dann Horn eines Grabhorns. Hier brauchen wir Fupa. Das können wir auch 2-mal verbessern. Okay, schauen wir nochmal rein. Gab's nix. Das hier. Ah, leider 6 Offensive, aber 13 Verteidigung. Wir nehmen es mal mit. Das sieht jedes Mal so... ja, okay. So random aus. Gott. Wer hat sich diese Brillen ausgedacht? Also ohne Witz. Der ist deutlich besser. Aber hier würde ich gerne gucken, ob ich die... Obwohl, der Schall gefällt mir eigentlich. Da würde ich gerne gucken, ob ich die Eigenschaft noch ändern kann. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Ja, die Eigenschaft war...
Ja, wir brauchen hier echt die Recall. Ach, hierfür können wir Kniesel nehmen. Okay. Confringo, erheblicher Schaden. Erheblich erhöhter Schaden durch alle schädlichen Zaubersprüche. Vielleicht sogar besser, oder? Confringo ist schon cool. Den hatten wir jetzt angelegt, gell? Aber ja, wir nehmen das mal mit rein. Da brauchen wir also das Knieselzeug. Alles klar. Ja, coole Sache. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal schnell auf die Karte. Gehen schon mal zur Kartenkammer. Geheime Räume. Kartenkammer. Genau, gehen schon mal zur Kartenkammer. Und da würde ich dann einfach abmoderieren. Genau. An dieser Stelle sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir dann die zweite Hüterprüfung anfangen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne Like und Abo da. Wenn ihr das erste Mal hier seid oder vielleicht einfach, ja, random jetzt eine Folge ausgewählt habt, dann seht ihr gleich rechts die Playlist. Da könnt ihr gerne mal durchstöbern. Und ansonsten sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.